Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr feiert heute den Geburtstag der GEW Thüringen und dazu möchte ich euch ganz herzlich gratulieren. 32 Jahre GEW Thüringen und ihr wart die ganze Zeit oder zumindest einen großen Teil davon dabei und ihr habt unserer GEW ein Gesicht gegeben. Darauf könnt ihr stolz sein. Viele von euch haben vor 32 Jahren die GEW Thüringen gegründet und ihr habt damit nicht nur den Landesverband Thüringen gegründet, sondern auch die GEW Bund nachhaltig verändert. Ihr habt es geschafft, die Transformation der Arbeitsplätze zu gestalten, häufig im Sinne der Kolleginnen und Kollegen, die nach der Wende tatsächlich Angst um ihre Arbeitsplätze hatten. Die Rahmenbedingungen unserer Arbeit in Bildung und Wissenschaft haben sich erheblich geändert. Während vor 25 Jahren Personalabbau auf der Tagesordnung stand, gilt es jetzt, den durch die Politik verschuldeten Personalmangel zu bekämpfen. Unser Ziel hat sich jedoch nicht geändert. Gute Arbeitsbedingungen in einem gerechten Bildungssystem, das allen gute Chancen gibt. Ohne die GEW Thüringen, ohne die ostdeutschen Landesverbände wäre die GEW Bund nicht das, was sie heute ist, nämlich eine echte Bildungs- und Tarifgewerkschaft. Ja, gerne würde ich heute mit euch feiern, habe doch auch ich 23 Jahre die GEW Thüringen in verschiedenen Funktionen aktiv begleitet. Allerdings habe ich schon vor anderthalb Jahren meine Traumreise ans Nordkap gebucht und genau wenn ihr da in dem Moment, wo ihr das hört, legt mein Schiff ab. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen möchte ich ganz herzlich meine Vorgänger in dieser Rolle begrüßen, Roberto Napierski, Jürgen Röhreich und Thorsten Wolf. Schön, dass ihr da seid. Was sage ich noch? Eigentlich wollten wir mit euch den 30. der GEW Thüringen feiern, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und so feiern wir heute eben den 32. mit euch. Durch das Programm leiten euch die Moderatoren Jürgen Röhreich und Rüdiger Schütz. Ich wünsche euch viel Spaß, auch bei dem Theaterstück danach, aber zunächst erstmal feiert miteinander, sprecht miteinander, schwelgt in Erinnerung und genießt einfach, dass ihr zusammen sein könnt.